Köln 50667. Maddie mag ein Paar? Dieses Liebesfutter ist eindeutig. Offenbar sind die Köln 50667 Stars Margarete Nickmatolin und Marc Egers doch zusammen. Knutschfutter nun beweist. Seit Monaten halten sich nun schon hartnäckig die Gerüchte, dass die Köln 50667 Stars Margarete Nickmatolin und Marc Egers nicht nur vor der Kamera ein Liebespaar verkörpert haben, sondern auch im echten Leben zusammen sind. Die beiden verstehen sich nämlich auch privat super. Wohnen zusammen, haben sogar gerade einen kleinen Hund namens Moskau adoptiert und verbringen ihre Urlaube zusammen. Bestätigen wollten sie die Spekulationen bislang nicht. Doch nun ist der ehemaligen Seriendarstellerin ein Malheur passiert, das ihre Beziehung aufdeckt. In ihrem neuesten gemeinsamen YouTube-Video irren die zwei durch ein Möbelhaus. Dabei fängt die Kamera eine Szene ein, in der Maddie ihr Handy unbewusst in die Kamera hält. Darauf zu sehen, ein Kussfoto mit Marc Egers als Sperrbildschirm. Die Fans lässt der Schnappschuss vor Freude ausflippen. Kommentare wie erwischt und sie sind echt zusammen häufen sich unter dem Clip. Geäußert haben sich die zwei Turteltauben noch nicht, doch auf Instagram versprach Maddie bald ein paar Fragen, die beim Videoschauen aufkamen, klären zu wollen. Vielleicht erzählt sie dann ja auch etwas mehr über ihre Beziehung.